Hallöchen, willkommen zurück zu Warframe. Mein Name ist Taladir und Alpine, den mag ich auch. Das ist nämlich der Mark Prime. Achso, ja. Zu spät. Wo ist er? Hauen wir rein. Ja. So. Wir sind mal wieder im Void unterwegs. Und diesmal in einem T2 Sabotage. Denn da gibt es vielleicht auch den Nyx Prime Helm. Wuhu. So. Wir gucken einfach mal, was hier so Schönes gibt. Denn. Ja, wir sind so ein bisschen auf der Suche nach den Caches. Caches. Nach den tollen Caches. Cashews. Oh, Blutraum. Vielleicht gibt es hier auch Mods. Ein Blutraum. Dann können wir da nicht motzen. Ja, hier war einer. Oh, Barrel Diffusion, geil. So, was liegt da? Da hol dir einfach mal eine Barrel Diffusion heraus. Ja, Multishot für die Pistole. Gut, hier war nichts, also können wir weiterziehen. Blobs. Ja, wir müssen ein bisschen auf den Ton hören, ne? So, jetzt ist hier aber mal. Ja, und da haben wir uns so schon mal ohne Aufnahme drüber unterhalten. Wir haben ja vor ein paar Wochen aus Gründen der Bescheißereien haben sie hier die Belohnungen aus den Caches ein bisschen abgeändert. Früher gab es da noch die normalen Missionsbelohnungen am Schluss. In der letzten Kiste. Zumindest eine Chance da drauf. Oder war es garantiert? Ich weiß gar nicht genau. Du hast immer garantiert ein Ding bekommen aus den Caches. Ja. Soweit ich da informiert bin. Falls ich falsch liege, ab in die Comments damit. Auf jeden Fall haben das wohl Leute ausgenutzt, um in die Mission reinzugehen, sich die Belohnung anzugucken und dann möglicherweise, wenn ihnen die Belohnung nicht passt, einfach mal wieder rauszugehen und im Key zu safen. Und deswegen haben sie die Rewards rausgenommen, deswegen ist es jetzt eigentlich gar nicht mehr so krass interessant, die Dinger zu holen. Eigentlich gar nicht. Aber ja, ist ja trotzdem noch Chance auf. Auf ein paar seltene Ressourcen. Das ist wohl wahr. So, ist die Tür hier unten offen? Ja, ist sie. Aber hier ist kein Cache drin. So. Hat sich irgendwas geöffnet? Nö. Na gut. Ah! Wow. Sehr schreckhaft heute. Oh, das war Laser. Gut, dass ich so ein. Das war Laser. Ah, hier ist nichts. Ja, ich hoffe, ich kann euch jetzt demnächst mal so ein Ding zeigen, weil wenn es zu lange dauert, dann habe ich da auch keine Lust drauf. Ja, dann lass mal's. Das ist korrekt, hier ist so. Weil es gibt ja, wie Alpine gerade schon erwähnt hat, keine Prime-Teile mehr in den Dingern und wir haben bisher nur silberne Fusionskerne bekommen und ja. Aber wir gehen mal hier unten rein. Ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst. Wo wir das gespielt haben, während das Hotfix dazu kam. Da haben wir gerade die Sabotage gespielt. Okay. Und haben nach den Schränken gesucht und dann war die Mission vorbei. Und au. Dann mussten wir den Patch runterladen. Wir haben in den Patch Notes die Änderung gelesen, dass das wohl nicht mehr gibt. Warst du unten im Wasserfall drin? Ja. Waren nicht. Was ist da los? Ja. Da haben wir uns auch sehr gefreut. Dachten, wir spielen jetzt ein paar Runden Sabotage und nach der ersten Runde war es wieder vorbei hier mit beim Teile hier rausziehen. Ja. Da gucken wir mal, ist da oben eine. Und einen Ersatz dafür gab's leider auch nicht. Bislang. Nee, ganz und gar nicht. Ich bin mal wieder am Popo der Welt. Ah, hier unten ist eine. So, jetzt hört mal genau hin.
dieses Geräusch, das hört ihr auf, ja, 3000 Credits. Auf recht weite Entfernung. Und da könnt ihr dann schon mitbekommen, okay, da in der Nähe ist was. Da müssen wir lang. Oh, fuck, ich bin echt hier ganz weit draußen. JWD. Hier ist. Ich versuche gerade verzweifelt hier hochzukommen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Die Mac hat null. Null Ausdauer. Oh. Okay, hier ist der Ausgang. Da wollen wir ja noch nicht hin. Naja, egal. Zu früh geschlagen, blöder Ratata. Und du auch. Ja. Da hinten ist zu. Na gut. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg Richtung Alpine. Ist die Tür hier offen? Nein. Wie kommst du dir so vor, als wenn die Tür da sicher, unten... Ich bin mir nicht sicher, ob da oben was drin ist. Oder was drin sein. Okay. So, noch ein kleiner Tipp. In diesem Raum... Ups, Moment. Seht ihr diese Druckplatte hier? Und diese. Wenn die runtergehen... Geht dieses Ding hier hoch und da sind zwei Laser hinter. Die macht die kaputt und dahinter sind dann noch drei von diesen Containern. Und die haben mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit immer einen Random Mod dabei. Und ich habe das nächste gefunden. Yay. Da, Fusionskern, yay. So, einer fehlt noch. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben vorhin Neuronen bekommen, zwei. Jo. Da oben drin, meinst du, da ist nichts? Ich weiß nicht, ich hab nichts gesehen. Ja. Also wenn ich jetzt gucke, auch nicht, aber mit meiner Mac da nicht hoch. Ein bisschen, ist zumindest nicht wie. Ich höre auch gerade nichts. Also wird da nichts sein. Ja, das würden wir schon hören. Würden wir dies... Da gehen wir mal Richtung Portal zur Sabotage. Genau, machen wir mal ein bisschen was kaputt und ärgern mal ein bisschen Korputz. Vielleicht finden wir das Ding auch unter. Das Ding ja noch unterwegs. Ey. Nicht hier schießen. Laser. Ja. Fahren wir hier mal runter. Baller. Auch nix. Ne. Nixe, nixe. Ja, es ist ja wohl. Also wenn ihr schon Korpus sind, dann könnten ja auch mal so ein paar Orokin, Oxium-Drohnen kommen. Schauen wir mal. Gute Nacht, liebe Frau. So. So, ich hack hier schon mal. Ja, ja, die Frau geht schlafen, das heißt, jetzt können wir schweinisch werden. YOLO! So, ihr seht da an der Seite unter der Karte 37, 38, bla bla bla. Das sind die Prozent. Und bei 50%, also bei 50 Gegnern, die man jetzt zerdeppert, heißt es dann das andere Kontrollpult hier hinten zu hacken.
Und dann kommen die nächsten 50 und bei 100% kann man dann durch. Und was dann passierte, das seht ihr nach der Werbung. Nicht? Nee. Ja, sein können. Und schwung. Ja, das Orthos Prime ist echt eine sehr schöne Waffe. Oh ja. Die rumst sehr, sehr schön rein. Allein schon mal hier als Mirage, wenn du da mit 5 Freunden Willi spielst. Ups. Ich habe keine Ahnung, was ich, was ich rede. Ist einfach viel zu spät. das ist halt krank. Hui. So, jetzt sind wir da durch das Portal gegangen. Laufen jetzt hier durch die Gegend, suchen da den Lynx-Typi, weil der nämlich den Schlüssel geklaut hat. Da ist er auch schon. Und da geht er down. Schießt denn da noch? Ich den Schlüssel haben. Mein Carrier ist kaputt. So. Und meine X-Taste offenbar auch. Was schießt? Ach, da. Ich kann das nicht aufheben. Ich glaub's. Hätte ich doch so gerne mal eine überladene Mac gesehen. Ich kann ja hier mal... jetzt halt ein paar... Moment, ich lasse ihn mal kurz fallen. Fallen lassen? Darf den nicht aufsammeln, offensichtlich. Hm. Vielleicht hab ich aber mein Ding Carrier getötet? Ist gerade auch noch verbuggt, der hat noch... Kann sein. Mein Carrier trägt noch Sachen hinter sich her. Es kann gut sein, dass da irgendwas gerade... Wir schweben auch noch Items, die ich nicht einsammeln kann. Hm. So, sobald man den Key hat, drückt man hier Puff, X und raus. So. Und jetzt ein überladenes Schild. Ja. Warum auch immer das passiert. Irgendwas schießt hier. Ach, der da. So, und jetzt gucken wir uns das mal an, was gleich passiert. Dazu stellen wir uns mal auf das Ding hier drauf. Hui! Ja, ja. Okay. Ah, huhu! Kann man von hinten! Ja, jetzt haben wir es nicht gesehen. Na toll! Egal. Das macht eh nur Fluff und weg ja, ist es. Ja, kannst ja jetzt probieren. Was? Da ist noch einer. Ja, genau. Was soll ich denn zeigen? Was? Was wolltest du gerade zeigen? Ich wollte mich dann das Portal weggehen. Ich dachte, wie dein blödes Overcharge weggeht. Ach so, nein. Das will ich behalten. Deswegen dachte ich gerade, okay, ich lasse den leben, damit er mal auf dich schießt, damit er sieht, wie das weggeht. Stell das hier hin und schießt ihm ins Gesicht. Ganz einfach. So haben sie es auch verdient. So, Alloy Plates, die waren noch wichtig. Irgendwas ja, für eine Zukunft. Ja, wenn man es dann irgendwann mal umtauschen kann. Oh, waren wir hier unten drin? Ne, hier ist nichts. Ah, Feuer! Wo ist denn der? Wo ist denn der? Der ist oben. Oder? Doch, ja, da ist er. Hallo! Entfeuert. Eigentlich könnte man die Mirage auch mit ihren Doppelgängern und dem Orthos Prime irgendwie auf so ein Feld schicken. Hier, mach mal. Spiel mal Mähdrescher. So, jetzt laufe ich komplett falsch. Warum machst du denn sowas? Aber hier ist noch die Karte nicht aufgedeckt. Ja, vielleicht. Nee, hier war der Taladin und hat den Cache geöffnet. Da war ich.
kaputt gemacht. Hey. Ich habe gesagt kaputt gemacht. Das gilt auch für dich. So, da oben ist zu, da ist alles zu. Lepheim braucht wieder. Ich habe noch im anderen Dings einen Schrank aufgemacht, den du offensichtlich übersehen hattest. Ein Schrank? Was mich sehr verwundert. Ja, was war drin? Ja, 3 Credits oder so. Ja, das dachte ich mir. Ja, das Vakuum, ganz wichtig. So, jetzt schauen wir mal, was wir kriegen. Also. Oh ja. Hey. Na ja. Der Händler, der kann mittlerweile von mir, kriegt er 6 Hikus mittlerweile. Ja, das gibt eine Menge Geld, beziehungsweise Dukaten. Ist korrekt. Da meckern wir nicht drüber. Nee, nee. So, der Epper mich auf eine lustige Idee gebracht hat. Nein, das geht hier nicht. Verdammt. Dachte, ich kann in meinem Raumschiff auch winken. Ja. Das wäre lustig. Nee, nee, nee. Aber egal. So einfach geht's dann doch nicht. So, Leute, denn wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wollte gerade noch sagen, da hat sich die I gedacht, wir sollen dir da zugucken auf deinem Raumschiff, wenn du winkst. Wieso sollten wir das da implementieren? An Let's Player hat niemand gedacht. Vielleicht seinem Hund winken oder so. Oder seinem Carrier. Mhm. Oder den Grenier-Raumschiff da, direkt voraus. Hm? Ich hab keins. Gut. Ja, nochmal, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute. Mein Name ist Taladir. Vielen herzlichen Dank, Alpine. Bille, bille. Und eine gute Nacht euch allen. Auch von mir. Bis dann. Tschüss.